Da will man mal ein Video machen und kriegt Schiss, dass die Leute einen dabei sehen und für dumm verkaufen. Denn es geht endlich wieder los. Nach 4 Jahren geht's wieder aufs Maikäfer-Treffen. Endlich. Ich hatte die letzten Jahre durch Corona gab es kein Treffen. Deswegen keine Videomöglichkeiten. Jetzt aber endlich. Ich treffe mich mit meinem Vater auf halber Strecke auf der A2. Und dann fahren wir zusammen den Rest nach Hannover. Ich hoffe, er hält alles durch. Ich habe gestern nochmal gewaschen. Ich habe hier nochmal Öl kontrolliert. Ich habe alles nochmal angeguckt. Reifen etc. Pipapo. Ich hoffe, es geht alles klar. Ich habe auf jeden Fall auch einen Werkzeugkoffer dabei, falls irgendwas passiert. Aber ich freue mich mega auf das Treffen. Ich warte da schon so lange drauf. Ich meine, so viele Fahrzeuge auf einmal und das nach Corona. Es wird endlich mal wieder Zeit, dass man sich trifft. Und das Maikäfer-Treffen wird einfach gigantisch groß werden. Also Leute, ich halte euch auf dem Laufenden, wo ich bin, ob was passiert. Ich hoffe natürlich nicht. Und was wir alles unterwegs so sehen, das werde ich aufnehmen, das werde ich zeigen. Und ja, genau. Have fun. Dann geht's jetzt los. I just feel like you can't even think about it. Cause you be hating on me as your bitches love me. I'm rapping for my city and my city wide. Crazy motherfucker wide. Savage, ruthless, crazy, savage, savage, ruthless, crazy, bitch. Savage, ruthless, crazy, savage, savage, ruthless, crazy. And I be like savage, ruthless, crazy, savage, savage, ruthless, crazy, bitch. Wir sind angekommen, Leute. Wir sind in Hannover. Beide Autos haben da. Jawoll. Beide Autos haben das super geleistet. Und röhren vor sich hin. Andere sind auch schon da. Entspannte Runde. So, und später geht es noch auf die Cruise Madness, wie das doch heißt, Vortreffen auf jeden Fall. Mal gucken, was wir da finden. Sind wohl mehrere Treffen am Vorabend hier in Hannover. Und mal sehen, wo wir denn da uns noch niederlassen. Jetzt checken wir erstmal das Hotel ab. Okay, war das falsche Hotel. Wir sind falsch am falschen Hotel gewesen. Jetzt sind wir im richtigen Hotel. In diesem Kasten werden wir sein. Dort werde ich nächtigen. In diesem Kasten. Da drüben ist ganz geil, da hinten sind alle Campingbusse und so, da wird gecampt und so etc. Im Käfer schlafen ist ein bisschen schwierig, oh, aber praktisch möglich. Oh, Leute, seht ihr diesen herrlichen Ausblick auf Mongolei-Haus? Das ist unser Bett, ich werde heute Nacht mit meinem Vater zusammen in diesem Bett schlafen. Falls wir Ihnen dazu sagen? Ja, naja, ich schlafe im Badezimmer. Kommt drauf an, wie es aussieht. Du schon jetzt im Badezimmer, genau. Mal sehen, ja. Also, Licht an. Haben die auch eine Dusche? Achso, ja. Naja. Was soll man sagen? Reicht aus. So, jetzt geht's aufs Treffen.
viel Bier haben wir getrunken? Sechs. Sechs Bier pro Nase. Oh Mann, ey. So, Leute, das war übrigens noch nicht das Maikäfer-Treffen, das ist erst morgen. Ja. Wir gehen jetzt schlafen. Genau, tschüss. Renn ja und ciao. Moin Leute, Nacht ist rum, es ist 8:30, wir fahren jetzt gleich aufs Treffen. Wetter ist so lala, es regnet auf jeden Fall nicht, aber wir haben so 14 Grad und mal gucken, wie voll es wird. Ich schätze mal sehr voll, weil jetzt waren zwei Jahre hier, war hier kein Treffen und ja, ich freue mich. Noch ein bisschen müde, aber sonst ziehen wir jetzt durch und ich freue mich auf eine Menge schöner Autos. Leute, wir sind auf dem Maikäfer-Treffen. Es ist so geil, es ist so voll, es ist so riesig. Es ist so genial voll, es ist so schön einfach, überall diese ganzen alten Autos. Es ist so geil. Also Leute, ich zeige euch ein bisschen was, damit ihr ein bisschen dabei sein könnt. Das war Maikäfer-Treffen 2022. Es waren richtig geile Käfer hier und auch Busse und wo die Leute auch teilweise herkommen. Dänemark, Italien habe ich auch gesehen und die Schweiz. Schweiz haben wir auch gesehen. Es war wirklich, wirklich, wirklich richtig schön und wir sind auch ziemlich platt jetzt. Wir haben ja noch gestern Abend ziemlich lang gemacht und werden dann jetzt auch wieder Richtung nach Hause machen. Ja, wenn im Anschluss dieses Gesprächs kein weiteres Video folgt, ist auch keine Panne passiert auf dem Rückweg. Und genau, 5. 6. Juni ist auch wieder Treffen am Kurfürstendamm, ist auch ziemlich geil, werden wir auch sein und genau. Und das wird dann genauso gut werden, denke ich mal. Aber das hier ist natürlich unschlagbar und bis dahin auf jeden Fall, Leute, danke fürs Zuschauen wieder und bis zum nächsten Mal. Ciao!